Computergenealogie. Was wir sammeln, sind wirkliche Menschen in der Geschichte, auch solche, die mal geschichtsmächtig geworden sind. Ja, hier politisch aktive Menschen während der 48er-Revolution in mehreren Polizeianzeigern dokumentiert, die wir erfasst haben, die durchsuchbar sind. Hier etwa findet man Schriftsteller in Köln, Jakob Venedey, ja, das ist der hier. Ja, die Quelle sagt sehr viel mehr über den als nur die kleine Erfassung. Ja, man könnte auch in das Original-Digitalisat bei der Bayerischen Staatsbibliothek gehen, wo allerdings die OCR nicht so gut ist. Ja, über ihn, über viele Menschen, ja, die so aktiv waren, könnte man sehr viel weiteres herausfinden, weil die einfach viel bewirkt haben und viel hinterlassen haben. Und das Rheinland allein ist voll mit diesen Leuten. Ja? Ich bin sehr gespannt, was ihr damit macht.